Einen wunderschönen guten Tag. So, jetzt bin ich etwas aufgeregt. Der Antrag liegt Ihnen, glaube ich, vor. Den haben wir jetzt soeben in der Fraktion beschlossen und haben den heute auch eingereicht. Ich werde dazu ganz kurz was vorlesen. Die von der WHO, die sogenannte SARS-CoV-2-Covid-19-Pandemie, ist ein weltweit entscheidendes Ereignis, welches auch in Deutschland und Brandenburg zu unvorhergesehenen privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen geführt hat. Zu Beginn der Pandemie wurden sowohl von der Bundes- als auch von der brandenburgischen Landesregierung potenzielle Gefahren abgewiegelt und wegmoderiert. Nur um dann mit drastischen Maßnahmen wie dem Lockdown auf das Virus zu reagieren. Eine valide Risikoeinschätzung und Maßnahmenfolgeabschätzung scheint auf keiner Ebene und zu keiner Zeit stattgefunden zu haben. Auch im Nachgang der Entscheidung haben neue und weitere Informationen nicht zu einem Handel der Regierung geführt. Ein aktuelles Beispiel aus Bayern vom 10.09. vom Bayerischen Rundfunk 24. Die bayerische Staatsregierung hat offenbar keinerlei Akten zu Corona-Beschlüssen angelegt. Jetzt kann man sagen, das ist nicht Brandenburg, aber genau das wollen wir hier untersuchen. Unter anderem solche Fragen soll der Untersuchungsausschuss hier im Landtag Brandenburg ebenfalls aufklären. Die Einschränkungen der individuellen Freiheit der Gesellschaft waren extrem und sind es immer noch. Die medizinischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind noch nicht abschließend zu erfassen und zu beurteilen. Wir als AfD-Fraktion haben mehrere Anträge und Initiativen zur Aufklärung der tatsächlichen Gefahr im Plenum eingebracht. Alle wurden auch unter Empfehlung der Regierung abgelehnt. Damit wurde die parlamentarische Kontrollfunktion eingeschränkt. Selbst unser Antrag auf einen Sonderausschuss wurde von allen anderen abgelehnt. Auch die ständigen Warnungen der Landesregierung haben negative Folgen auf unsere Gesellschaft. Daher bedienen wir uns nun des Instruments des Untersuchungsausschusses, weil wir Zweifel haben und umfänglich aufklären wollen, ob die Maßnahmen der Landesregierung im Rahmen der Pandemie angemessen, erforderlich und verhältnismäßig waren und sind. Zudem muss geprüft werden, ob sie den rechtsstaatlichen Prinzipien genügen. Das vorab ganz kurz zu unserem Antrag, warum wir diesen Antrag also stellen und warum wir den ins Plenum einbringen. Wir möchten gerne komplett hinterfragen, sind die Maßnahmen, die die Landesregierung und die Bundesregierung getätigt hat, stehen die im Verhältnis zu dem, was es tatsächlich ist? Und da kann man ja eingehen, dass es verschiedene wissenschaftliche Ausführungen gibt zum medizinischen und zum Verlauf einer Pandemie. Und das wollen wir gerne gemeinsam aufklären. Und deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Wir gehen davon aus, dass laut Untersuchungsausschussgesetz des Landes Brandenburg der auch eingesetzt wird. Danke.